So, da sind wir wieder zurück. Dunwich-Gebäude. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht wieder aufsteht. Ich weiß ehrlich nicht, woran es liegt. Ich meine, es ist ja bekannt, dass Fallout 3 unter Windows 10 eh schon nicht mehr so geil läuft. Aber jetzt hoffen wir einfach mal. Dass es jetzt besser läuft. So, weil die Questanzeige verpackt ist, kann ich jetzt hier wie ein Doofer rumsuchen, dass ich das finde. Ne, Licht machen wir wieder an. Was für Glück, dass ich hier schon mal war. Was soll ich die Unterkammer? Wie geht's da runter? Keine Ahnung. Schau mal einfach mal. Ich kann mich nicht mehr erinnern, das ist schon so lange her, dass wir hier drin waren. Ich werde jetzt die Folge natürlich jetzt auch nicht ganz so lang machen. Ich kann natürlich die zwei Folgen zusammen rendern. Beziehungsweise zusammen schneiden. Aber da lade ich lieber die beiden kurzen Folgen hintereinander hoch. Das tut das auch. Ich muss mir irgendwann mal einen zweiten PC noch holen zum Rendern. Dann mache ich das auch lieber. Weil das Rendern, das dauert doch eine ganze Zeit lang. Und derzeit kann man halt dann nichts am PC machen. Ziemlich nicht viel. Ja, C-Fix, wo geht's denn runter? In die verseuchten Unterkammern. Bestimmt da oben. Wo geht's hoch? Ich weiß gar nicht mehr, was war denn hier drin sonst noch los? War da irgendwas Krasses außer den ganzen Scheißgulen hier? Ich habe vorhin so mal durchgelesen, ist Dunwich Boris. Dunwich war ja wohl eine Firma hier in Fallout. Deswegen tauchen die immer wieder auf. Deswegen sind es auch immer so alte Minen und so. Oder Steinbrüche, was auch immer. So, vielleicht hier? Nö. Irgendwie zeigt sie überall Eingänge, Ausgänge, was weiß ich an, aber da ist nichts. Da ist nichts. Ich bin doch nicht blind, oder? Oder was sagst du dazu? Da unten ist ja das, wo ich gerade war. Nehme ich an. Das ist echt blöd, wenn die Quest nicht richtig funktioniert. Das ist der Marker. Geht's nur wieder runter.
planlos in Dunwich. Tja. Ich habe null Ahnung. Ich hab null Ahnung. Eine zweite Treppe, vielversprechend. Hier ist nirgendwo eine Tür oder irgend sowas. Den Scheiß auf. Hör auf. Hörst du auf. Aufhören, 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 aufhören. Was ist das? Oh. Oh. Okay, hier war ich aber auch schon. So, was macht die Minimap hier? Verseuchte Unterkommen. Aha. Können wir wohl hier ans Ziel kommen. Oh, ein Einbau hier. Okay, es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Das heißt, dass wir an der Stelle noch nicht waren. Aber wir haben den einfach nur vergessen. Ich könnte schwören, dass wir hier schon waren. Müssen hier schon gewesen sein. Aber da waren wir bestimmt noch nicht. Was ist denn das immer für ein Schussgeräusch, wenn ich irgendwo wechsle? Da ist unser Ziel. Da müssen wir hin, die Werte. Oder waren wir da unten schon? Klärt mich mal auf, vielleicht erinnere ich mich einfach nicht mehr. Ich weiß, wir haben irgendwas gemacht, wo es auch so unheimlich war, so. Aber ich weiß echt nicht mehr, was es war. Müssen ja schon gewesen sein. Was haben wir da unten gemacht? Genau, ja. Hier waren wir auf jeden Fall. Irgendwas war doch, da war doch auch noch irgendein Typ oder so. Der liegt bestimmt noch da, das war er doch. Jamie, was war's? Was war mit denen? Kann mich nicht mehr erinnern.
Drücken Sie das Griff B-Knie gegen den gegen die Oberfläche des Obelisken. Das finstere Herz von Black Hole. Genau, und ich weiß, ich hatte mich gefragt, was es mit dem Obelisken auf sich hat, ob da noch irgendwas ist. Okay. War ein, doch ein bisschen unspektakuläres Ende. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit Megaton mache. Ich glaube, das mit Megaton heben wir uns für die allerletzte Folge von Fallout 3 auf. Damit beenden wir dann das Ganze. Wird Zeit für den nächsten DLC, würde ich sagen. Jetzt gehe ich hier noch raus. Oder wobei, ich habe gesagt, ich mache die Folge hier jetzt nicht so lang. Dann mache ich hier Folgen Ende. Die zwei Folgen kommen direkt parallel dann raus. Dann könnt ihr da gleich weiter gucken. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.